Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Alper Your Adventure Map und wir spielen wahrscheinlich die Map fertig. Minigame Adventure von PC Freak 2. Also, nein, es ist nicht PC Freak 2, es ist einfach die Minigame Adventure 2. Genau. Schatz 10. Ja. Let's go! Herr der Elemente, um einen Elementangriff einzusetzen, werfe den entsprechenden Wallblock mit Q weg. Wähle den roten Wollblock aus und werfe ihn weg für einen Feuerangriff. Ihne! Lehrer kickt ihn. Okay. Hast du einen Angriff eingesetzt? Muss dieser sich wieder aufladen, bevor du ihn erneut einsetzen kannst? Halte dich in der Nähe des jeweiligen Elements auf, um es schneller aufzuladen. Was? Ah, lol, nice. Elemente Feuer. Feuer, einen Strahl aus dem Feuer, konstanten Schaden zufügen, es verbrennt. Friere Gegner und Wasser kurzzeitig ein und heile dich etwas. Beschwöre einen Felsbrocken, den du in deine Blickrichtung schleuderst, um großen Schaden anzurichten. Luft schwebe kurzzeitig in der Luft und drücke Gegner weg. Nice. Wenn du gewisse Elemente nacheinander kombinierst, erzielst du extra Schaden. Versuche es mit Erde nach einem Wasserangriff. Triffst du alle vier Elemente in der richtigen Reihenfolge, erfolgt ein kritischer Treffer. Tipp, das letzte Element, das den kritischen Treffer auslöst, ist Luft. Okay! Das heißt eigentlich sowas wie Spell. Spellvieh? Was? LOL! Shit! Okay. Zur Hölle. Also, kritische Treffer. Nehmen wir mal an. Feuer. Wasser. Ich wurde in die Luft reingesprengt. Was? Okay, wir versuchen es nochmal. Feuer. Wasser. LOL! Siehst du, ich hab's richtig. Ich hab schon. Nein, geh weg! Nein! Bah! 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 Ha! Ich hab's gerade rausgefunden! Geh weg! Ich kann nicht springen! Jetzt kann ich springen. Warum konnte ich nicht springen? Geh weg! Bah! Das ist ja so episch, Alter. Es ist einfach nicht zu fassen. Nein, geh weg! Nein, geh weg! Warum bin ich schon wieder tot? Bah! 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 Combo! Here you go! Ach so! Ich muss die ausweichen. Oh, shit! Das ergibt natürlich Sinn. Oh oh. Geh weg. Shit. Lol, ich sehe ja eigentlich seine Angriffe. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Oh nein! Ich sterb halt einfach. Bah! Kritisch Combo. Babidi Pow! Wer hat das gesehen? Oh. Alter! Übertreib's!
Nein! Geh weg! Junge, es macht so viel Schaden! Hast du noch andere Kombos außer die? Also gar nicht zum Beispiel... Stein. Und den. Oh, das hat mich gerade geheilt. Nein! Alter, der hat so viel Leben noch! Das ist einfach krank, Alter. Hüp. Pah. Stirb. Stirb. Nein! Was? Kein kritischer Treffer. Ah. Geh weg. Lol. Pah. 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 Kritischer Treffer. Hier ist ne... Mein Gott, Alter. Kritischer Treffer again. Yes. Da ist auch einmal. Nein. Geh weg, geh weg. Ich muss ihm quasi ausweichen mit dem Angriff. Lol. Nein. Nein. Ich bin einfach gestorben. Am Ende. Das kann ja nicht sein, Alter. Macht mir das Schaden, wenn ich das so mache? Im Wasser macht er keinen Schaden. Kritischer Treffer! Er macht mir keinen Schaden! Ha, doch! Was? Shit! Nein, geh weg! Na! Gönn dir einfach diese Sache hier. Kritischer Treffer. Bei der Beam, bei der Bam. Voll gut. Pah! Pah! Kritische Combo. Nein! Er hat mir immer noch getroffen. Alter, die. Das ist voll krass. Ich geb dir jetzt einfach voll in die Fresse. Sag ich so, wie es ist. Yes, man! Wir kriegen das hin. Oh, oh, nein! Okay, ich mach mal ein bisschen schwimmen und dann ist alles gut. Beim Schwimmen ist alles gut. So, weil dann simuliert es wahrscheinlich, dass ich noch in der Luft bin. Warum macht das nochmals? So. Und jetzt stirbst du einfach. Because I say so. Nein, nein, das ist fies. Oh! Er ist fast tot. Er ist fast tot. Fast tot. Wasser, rette uns. Nein! Geh doch weg. Okay, das überleben wir. Come on. Das ist echt nicht schwierig zu dodgen. Und jetzt! Mein Junge. Bist du einfach tot! Ja. Minigame Adventure 2. Erbauer Pissfreak. Bauzeit circa zwei Monate. Was? Zwei Monate? Also ist ja, ich meine, ist ja klar, dass es so lange braucht, aber ich meine, besonderen Klasse. Ah! Ah! Danke dir, Alter. What the fuck? Ah, lol, Alter.
Lol, lol, lol. Kann es sein, dass wir nur die letzten zwei Schätze gefunden haben und alle anderen einfach nicht? Herzlich willkommen zu Minigame Adventure 2 erfolgreich durchgespielt. Ich hoffe, dir hat die Map gefallen. Nee, überhaupt nicht. An der Wand kannst du die gewonnen und verpassten Schätze begutachten. Sammle die letzten zwei Münzen in der Mitte ein. Es ist ein Maximum von 100 Münzen zu erreichen. Hast du alle eingesammelt? Nun kannst du noch beim Tor deinen persönlichen Rang berechnen lassen. Hast du gut abgeschnitten? Je nach Rang verändert sich der Belohnungsraum. Probier es aus. Okay. Okay. Ey, okay. Zum Schluss werden nur noch die Credits für die verwendete Musik aufgelistet. Danke fürs Zocken. Yay! Also, hier seht ihr alle Musik, falls es euch interessiert. Ja. Alter, es ist einfach... Es ist einfach Leben, ne? Nice! Die letzten zwei Münzen. Maximal 100 Münzen. Wir haben 6 verpasst. Du hast nicht mehr als die Hälfte an Leben. Ach so, dann bekommt man alle Schätze. Okay. Du hast die Tutorial-Wand gesprengt. Yes! Du hast die Zeit nicht ablaufen lassen. Yes! Du hast den Villager nie verbrennen lassen. Oh. Ja, ne? Haha. Schießbude, du hast einen Highscore geschlagen. Das ist aber auch mega schwierig. Ich glaube, das wäre das Schwierigste. Du hast einen Tresor geknackt. Stimmt, wie hat man denn das gemacht? Das ist auch etwas, was ich jetzt mich gefragt habe. Mit der Leibspeise, aber wie hätte ich das denn gemacht? Keine Ahnung. Schatzsuche, du bist deinem Instinkt gefolgt. Das heißt? Das verstehe ich nicht ganz, was das hier hätte sein sollen. Du hast keinen Crewmate erwischt. Whoops! Ist uns noch gar nicht passiert. Du bist über das Ziel hinausgeflogen. Schleimweitsprung. Du hast das Versteck der Hoglins gefunden. Das Versteck der Hoglins? What? Du hast nicht mehr als die Hälfte an Leben verloren. Lol, Alter, ist ja geil, Epper. Ranke berechnen! Nein! Ey! Look at me! Ich bin's. Der C-Rank. Sir C. Rose. Lul. Haha. Haha. Da kann ich nichts machen. Doch, kann ich. Ha. There you go. Das bekommst du, weil ich C-Rank bekommen habe. Ich bin natürlich Sir Z-Rank. Sir C. Rose. Ah. Nice, Alter. Please! Was zur Hölle? Ja. Ja, was soll ich sagen, Alter? Du verdammter Lügner, Alter. Aber actually, wisst ihr was? Wie dumm kann man denn sein und nicht wissen, dass es Pizza Freak ist, der mir die Map eingeschickt hat? Wenn literally, ich glaube, der ist der Einzige, der mich so nennt, nämlich Sir Zeros mit einem 0. Auch wenn ich meine, das ist auf Twitter und bla bla bla, ist es, ja, mein Name ist auch mein YouTube-Link, Sir Zeros mit 0. Aber I mean, sonst macht es niemand, sonst macht aber ja jeder einmal mit 0. Und auch in der Description hältst du Zeros mit der Null. Mit dem O meine ich normalerweise immer.
What the fuck? Ich bin immer noch erstaunt, dass ich nicht gedacht hätte, dass das Beats Freak wäre. Ich so, what the fuck? Aber einfach 1 bis 3 Stunden hätte die Maps dauern sollen. Ist gestanden, ja, also gedacht, hä? So eine riesige Map? Ich bin einfach, what the fuck? Ich bin einfach, voll erstaunt. Und, hell! Also ich glaube, der Download-Link wird wahrscheinlich in der Description sein. Und ich sage jetzt einfach mal so, Leute, bitte, spielt die fucking Map selbst, Alter. Das ist so eine Map, die kann man gut selbst spielen. Auch wenn man quasi gespoilert ist. I mean, come on. Also ich meine, sowieso kann man jede Map nochmal selbst spielen, weil es einfach cool ist. Und ihr wisst, die Links sind ja immer in der Videobeschreibung. Ne? Das ist klar. Von daher, ja, ne? Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ne, Bewertung. Aber Bewertung ist ja sowas von klar. I mean, come on. Ne, 10 ist schon fast zu schlecht dafür. I mean, come on, it's fucking Hoglin. Ich hätte die Map beenden können, schon da, und hätte gesagt, Leute, das ist eine 10. Und I mean, what the fuck? Es war so perfekt. Ich meine, no joke. Wer kommt auf die Idee? Also erstens, come on. Und die Map, also ich muss jetzt die Musik einfach als ein bisschen. Holy moly, Alter, jetzt endlich ein bisschen Ruhe. Meine Fresse. Nicht, dass die Musik schlecht wäre, aber irgendwann so aufgeregte Musik, ne? Ah, okay. So. Was soll ich sagen? Ich komme schon nicht drauf klar. Was ist denn das für ein Schild? Spiel 3. Okay. Ich komme schon nicht drauf klar, dass mir einfach, dass Pizza Freak einfach nochmal in seine Map gebaut hat. Erstens. Ich komme nicht drauf klar, dass Pizza Freak mir einfach die Map so geschickt hat, dass ich nicht wusste, what the fuck ist das für eine Map? Wer hat mir diese Map geschickt? Also, hä? Was? Ich dachte so, what the hell? Wahrscheinlich irgendein Zuschauer, den ich vielleicht gar nicht wirklich, also doch, es müsste, ich muss ihn ja kennen, also die Zuschauer oder so, weil er hat geschrieben, ich wüsste ja irgendwann vielleicht, von wem die Map ist. Ne? I mean, ja, ne? Von daher hätte es wahrscheinlich nicht jemand sein können, von dem ich nicht gehört habe bisher. Und ja, es ist einfach komplett brainfucked. I mean, come on, what the fuck? Der Kampf war ja einfach sowas von. Ich gehe jetzt einfach mal die ganze Map durch. Spiel 1, das hier. Das muss ich sagen, nice. War einfach so. Ne, einfach so. Ich dachte mir einfach so, Peace Freak hat einfach mal Spaß. Muss nicht so viel hinbauen. Ne? Nicht Dungeons hinkleistern wie ein Automechaniker. Und ja. Kann man eine Kampf-Arena bauen. Ist halt nice. Ist halt cool. Keine Ahnung. Kann ich gar nichts dazu sagen. Außer nachher, was mit dem Superstar. What the fuck? Wie kommt man auf die Idee, Alter? Das war einfach nice. Bild 2. Okay. Okay. Das war das mit den Hoglins. Und da muss ich einfach denken. Alter, böse Freak. Ich bin dumm. Hawking versteckt? Hä? Ja. Yeah. Grüße gehen raus, Liebe geht raus, Küsschen gehen raus. What the fuck? Das ist einfach. Das Easter Egg, das ist einfach der Insider, ist einfach. Da baut es ja einfach in eine fucking Minigame Adventure Map ein und ich sag mal so. The fuck? Wie geil!
Wie geil, Alter. Okay, next. Ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher. Es liegt vielleicht auch ein bisschen so, vielleicht war es laggy, ich weiß es nicht. Es hat ein paar Sachen haben nicht so gut funktioniert, glaube ich, actually. Ich glaube nicht, dass es alles an mir liegt. Ist das das hier? Oh. Ich will eigentlich nicht alle Schätze zeigen. Egal. Von daher, ja. Das war ganz nice. Eigentlich voll cool. I mean, why not? Ne? Oh, shut up. Einfach cool, war einfach funny, Alter. War gechillt mit der Musik auch. Gut, next. Das wird das. Das hier. Wie kommt man auf so eine fette Idee, Alter? Ist einfach geil. Das ist auch literally mega geil. Das war literally mega, 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 mega geil, Alter. Ich hätte gerne noch mehr von diesen, finde den Unterschied. Das war halt einfach. Einfach Genius. Ganz ehrlich, war ja einfach Genius, Mann. Ich weiß nicht so. Theoretisch ja nicht so vom Gameplay her überhaupt nicht das gleiche wie normalerweise das Among Us, ne? Ist schon nicht das gleiche. Aber was so, es hat gepasst, der Titel und alles. Das ist einfach perfekt. Ist einfach quasi. Was passt Licht hinein? Voll geil, Alter. Voll geil. Was machen diese Strukturen hier? Oh. Jetzt verstehe ich. Lol. Geil. Dann, Spiel 5. Ja, Spiel 5. Das ist einfach das Suchspiel hier, wo er einfach auch wieder genau das gemacht hat eigentlich, was ich mal in dem Endgame-Adventure gesagt habe, mit dem mit dem Teil da, mit dem Kompass oder irgendwas, was blim blim gemacht hat. Ich weiß noch, ich habe das richtig dumm blim blim gemacht. Genau das hat er gemacht. What the fuck? Das war so, hab ich gedacht. Lol, Alter. Ist einfach cool, ist einfach cool. Dann, Spiel 6. Oh mein Gott. Ich liebe das. Ich liebe das. What the fuck? Das hat mir richtig Spaß gemacht. So viel zum Lesen irgendwie. Also so viel zu. Es war nicht so viel, aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten teilweise mit Dinge lesen und Dinge merken, während ich halt lese, vor allem auch während ich irgendwie Videos mache oder so, muss ich voll konzentriert sein, dass ich wirklich verstehe, was da drauf steht. Und wenn ich es vorlese und so im Video bin, dann nehme ich irgendwie nur die Hälfte auf, während ich es lese. Und dann denke ich so, okay. Aber nichtsdestotrotz einfach voll geil, Alter. Das Einzige, was ich immer noch nicht verstehe, ist das mit dem, ne? Das hier. Wie komme ich da hin? Das interessiert mich gerade. Keks? Oh, Alter, ist ja mega nice. Wird quasi einfach die Truhe ersetzt. Voll. Also glaube ich, oder? Ist ja mega cool. Wer einfach so sich weigert, Redstone richtig zu verwenden, sondern wenn man so Redstone mit Quadblöcken alles steuert, was eigentlich voll cool ist, dass das Redstone da kommt. Ja, auf jeden Fall, das war richtig cool. Also echt cool. Solche Dinge mache ich mir. So Detektivarbeiten quasi, Escape Room und so. Mega cool, mega cool. 7. Das hier. Das war voll nice eigentlich. War halt einfach ein Schießstand, ne? Voll die geile Idee einfach. Weißt du, das ist so quasi das mit dem Hammerklopfen, damit, wo man irgendwie die Maulwürfe, ne? Behämmern muss. Aber mit Pfeil und Bogen. Mega cool. Dann war dann das hier. Das fand ich ein bisschen kompliziert zu verstehen am Anfang. Liegt aber auch einfach daran, dass ich einfach gar nicht das hier gelesen habe. Ja, beziehungsweise auch, dass ich zum Beispiel einen Kürbis kriege, wenn er durch den Kürbis läuft, der ungeschnitzt ist. Also weißt du, was passiert, wenn ein ungeschnitzter Kürbis da ist?
Habe ich auch nicht ganz gecheckt am Anfang. War, glaube ich, auch so nicht ganz klar, wie mein, come on, whatever. Wenn du es ausprobierst, findest du es raus. War schade um den Erfolg, weil ich nicht wusste, was genau passiert. Oder wie genau ich das machen soll. Aber! Egal. Die Map werde ich sowas von irgendwann nochmals spielen. No joke. Ist einfach zu geil. Okay. Das ist halt, glaube ich, auch wieder so etwas Ähnliches, wie ich und Niki uns mal gewünscht haben. Die, also, beziehungsweise Pyrofang. Mit dem Elytra-Part und alles ist like so geil. So geil. Ich dachte ehrlich gesagt mit den Pfeilen da, die am Anfang schon ja da hier, also hier waren, ne? Dass da irgendwie so ein Schatz ist, weißt du, den ich finden kann. Deshalb war ich so lange hier. Aber ist eigentlich, ja, ne? Passiert. Also bestenfalls, sag ich jetzt mal, ganz bestenfalls müsste man wie die Dinge hier erst reinkopieren, wenn man sie braucht, damit es klarer ist, I guess. Auch wenn man irgendwie zum Beispiel das dann sieht und man gerade so Verkehrskunde und so, ne? Dann denkt man gleich, da ist Fahrverbot oder Flugverbot. Ja, aber ansonsten einfach so, das war sowas von abartig geil, Mann. Sowas von abartig geil. Und ich warte immer noch darauf. Und ich weiß, das wird nie passieren wahrscheinlich. Aber whatever, dass ich irgendwann eine Map spiele, die einfach sowas simuliert quasi, wie Breath of the Wild, mit der man mit der Elytra einfach so in der Open World rumfliegen kann und so weiter und so fort. Das wäre halt einfach sowas von. Muah! Das ist eine Open World. Ich meine, come on, als ob das jemals jemand bauen würde. Weil das würde einfach, I mean, come on, eine fucking Open World Map zu bauen. Und das dann so zu bauen, das halt gut funktioniert, auch mit der Elytra und so weiter. Das wäre aber auf jeden Fall geil. Wenn irgendwo so eine Map mal rollen liegt, dann würde ich sie echt mal gerne spielen. What the fuck? Auf jeden Fall! War dann noch der letzte Part mit dem, ne? Das hier war, glaube ich, der letzte. Jo. Da, nachher da. Und dann war das Ganze im Reverse. War halt auch mega, mega cool. Fand ich gar nicht wirklich mega repetitiv. Weil man oft noch was anderes gemacht hat, theoretisch. Das Einzige, was vielleicht so, kann man das so sagen, repetitiv war, dass vielleicht irgendwie das Rätsel lösen, weil da nicht wirklich ein neues Rätsel war. Man musste einfach das Ganze nochmals machen. Das wirklich nochmals machen. Und nicht irgendwie rückwärts backtracken oder sowas. Was, ja, also ich meine, weißt du, ich sag jetzt mal so, bei dem Rätsel da mit dem Villager muss man ja auch ein anderes Rätsel machen. Und beim Among Us-Teil muss man auch ein anderes Rätsel machen und so weiter. War es irgendwie, also ich hätte jetzt erwartet, sag ich mal, dass man dann nochmal auch ein kleines anderes Rätsel machen müsste. Quasi mit drei verschiedenen Items, die man herausfinden müsste oder sowas. Die man auch richtig anordnen muss. Die man einfach, weißt du, kannst ja den gleichen Raum bauen, einfach nur alle anderen Büchergestelle wegnehmen und einen neuen ran machen und dann irgendwie nochmal so ein Riddle machen. Und man weiß ja, wo man die Items eigentlich hin, also her hatte oder gekriegt hat. Hätte ich jetzt erwartet, irgend sowas hätte ich erwartet, denke ich jetzt mal. War aber überhaupt gar nicht so schlimm. Vor allem, weil immerhin hatte ich noch alles im Kopf, wie man da vorgehen müsste. Wie lange spreche ich noch über die Map? Im Großen und Ganzen, what the fuck, war das eine absolut sexige Map. Und jeder, der gerne Adventure Maps spielt und diese Map nicht spielt, das ist einfach Disrespect.
Sag ich es einfach mal so, wie es ist. Das kann man nicht machen. Ne? Kann man nicht machen. Deshalb mach ich mal eine Bewertung. Und das ist, ich sag es mal einfach so, wie es besser, wie ich gerade so denke, ne? Eine 10 ist halt zu wenig. Ich versuche jetzt mal sowas zu machen, wie ich mal irgendwie, glaube ich, in Super Mario Maker gemacht habe. Herz out of 10. ja, vielen Dank fürs Einschicken der Map. Vielen Dank fürs Bauen der Map. Alter, du bist einfach Herzchen, Alter. du bist einfach toll. Alter, ich weiß echt auch nicht, Mann. Vor allem, wenn du sowas hinkriegst, wie da mal, ey, ohne Witz, ich bin einfach blastet. Wie zur Hölle kriegst du sowas hin? Auch mit einem Villager Raid oder so, wie funktioniert sowas? Wie geht das? Ich hab keinen Plan, Alter. Ich habe auch schon lange keine Map. Ich muss mal wieder selber eine Adventure Map bauen, wenn ich mal wirklich Zeit habe. Jo. Aber. Lol, Alter. Ist einfach geil. Ist einfach geil. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ist einfach. Mua. Also, Küsschen geht sowas von raus. Also wirklich geht. Küsschen geht sowas von raus. An meinen lieben Pizza Freak. ja, und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, wieder mal bei FPJ Adventure Map. Und es war mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, wieder eine Adventure Map spielen zu können. Wenn ihr selten eine Adventure Map habt, wenn ich irgendwelche auf neue Zuschauer gestoßen bin, dann unten ist ein Link, da könnt ihr einfach die Adventure Map reinpacken, wenn ihr wollt, dass ich sie spielen würde und anschauen würde und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Vielen Dank. Lasst mir bewerten da, abonniert den Kanal, wenn ihr das direkt gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss, Sizzly. What? Muss ja fast Tradition werden halt. Okay. Yeah. Es ist doch so cool, die Map war so nice. Ich bin so froh, dass PC Freak noch eine gebaut hat. Ich war so verwirrt, als ich die Map eingeschickt bekommen habe. Und ich bin einfach so froh, dass es zu geil war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine große Freude, wieder Video für euch gemacht zu haben. Wenn ihr doch kurz auf den Like-Button klicken würdet, es wäre so toll, würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Ihr glaubt's gar nicht, wie sehr das hilft. Lasst doch auch eure Meinung zur Map da. Wenn ihr selbst eine Map habt, unten ist ein Link. Und wenn ihr noch Bock habt auf weitere Videos von mir, es werden definitiv noch weitere Folgen, egal ob Games oder whatever. Es ist doch einfach toll mit euch. Ich bin doch so ein großer Cringe-Boy. Okay, bye. Und weil ich es natürlich wieder mal vergessen habe, here you go. Woo! Oh! Ja, das ging ja schnell. Destruction.